Wir sind Anna und Flo. Mit unserem selbst ausgebauten Fiat Ducato Bob und unserem Tierheim-Mischlingshund Paul von Teneriffa. Anfang Juni 2022 haben wir Deutschland verlassen, zuvor alles verkauft in Berlin und aufgegeben und sind dann entlang der Atlantikküste bis zum Mittelmeer gefahren. Von dort sind wir übergesetzt auf die Kanaren. Begleitet uns jetzt weiter bei allem, was uns passiert und seid gespannt, was weiter ansteht. Viel Spaß! Zu einem neuen Video von uns. Wir sind ja gerade auf Lanzarote angekommen. Die Fährenfahrt hat eine halbe Stunde gedauert von Fuerteventura. Hier sind wir jetzt erstmal für diese Woche jetzt in dem nächsten Video. Wir freuen uns erstmal jetzt hier etwas anzukommen und freuen uns natürlich auch, dass ihr dabei seid. Auf Lanzarote angekommen, jetzt eine halbe Stunde gefahren und jetzt erstmal zu Decathlon. Zum französischen Discounter. Yay. So, auf Lanzarote angekommen und erstmal komplettes fette Gewitter. Wir waren jetzt kurz bei Decathlon drin, weil wir eigentlich nach den Hundesachen schauen wollten, aber es ist eigentlich fast wie so ein Einkaufszentrum hier. Nur mit Klamotten, aber Paul hat ein neues Halsband gekriegt. Und dann haben wir ja noch so ein paar Kleinigkeiten gekauft. Ja, jetzt kommt das mega Gewitter, Flo ist gerade noch im Supermarkt. Ich esse endlich mal was nach unserem Pizzaessen gestern. Oh Gott, ging es uns heute Morgen gar nicht so gut. Und dann mal schauen. Wir wollen eigentlich noch weiter in den Nordwesten fahren. Nach Famera. Das soll ein schöner Surfstrand sein. Aber vielleicht warten wir jetzt hier auch gerade mal das Gewitter ein bisschen ab. Ja, mal schauen. Hallo. Spannender Start auf Lanzarote. Direkt angekommen und ein fettes Gewitter. Ja, ich habe gerade eben auch schon erzählt, glaube ich, das erste für Paul, ne? Ich weiß es gar nicht. Ja, das erste, wo wir dabei sind. Ja. Also auf Teneriffa hat es ja auch schon öfter gewittert. Ja, aber spannend. Also es ist von, ey, lass mal meinen Pullover in Ruhe. Ja, mal schauen, willst du meinen Pullover pressen? Ja. Auf jeden Fall ist hier dreimal so viel los wie auf Fuerte. Ja, ich bin auch ein bisschen verwundert. Ja, sorry, Leute. Ja, ich war gerade im. Auch so Alarmanlage. Mercadona und es war super, super voll. Ich stand bestimmt 10 Minuten in der Kasse. Oh Gott. Mindestens. Ja, es ist so ein bisschen so. Fünf Sachen. Aber ich habe die Teriyaki-Soße gekauft. Oh geil. Und Sojasauce. Ich habe vergessen, die Äpfel zu sagen, aber alles gut. Aber ich habe Nüsse gekauft. Okay. Da musste ich nochmal von der Kasse weg. Okay, super. Gut, bis gleich. There's a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole? Wir sind jetzt angekommen an unserem Stellplatz hier in Famara am Strand. Sind jetzt auf die rechte Seite mal gefahren, weil da so ein paar kleine Leitstellen drin war. Aber grundsätzlich können wir hier ja auch überall stehen. Ja, Flo geht jetzt mal ins Wasser. Ich bin mal gespannt. Es ist ziemlich windig und auf jeden Fall kühler. Ich mache jetzt endlich mal eine Runde mit Paulchen. Der wartet auch schon. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wie war die Erfahrung mit meinem Board? Un-
ungewohnt. Ich bin zu groß und zu schwer für alles. Aber ist in Ordnung, damit kann ich leben. Du bist wunderbar, mein Schatz. Ich weiß, dass ich wunderbar bin, aber ich bin auch trotzdem zu groß und zu schwer. Für mein Board vielleicht. Ja. Es ist kalt. Wird da etwa schon wieder ein Gewitter? Nein. Nein. Mit einem Dreier-Neo ist es echt kalt um die Jahreszeit. Ja, jetzt so ohne Sonne. Aber alles gut. Ich werde es überleben. Wim Hof und so, ne? Ja. Und bei dir? Was machst du Schönes? Ich bin an unserem Video dran. Fahren wir gleich noch hier wieder weg? Ach so, ich dachte, wir bleiben hier. Also wegen der Bildhöhle, dachte ich. Ja, schauen wir mal. Ja, okay. Wir sind jetzt doch nochmal umgeparkt, weil hier vorne am Strand die Wellen einfach ein bisschen besser brechen. Hier ist es zwar ein bisschen voller, hier dürfen auch Hunde nicht an den Strand, aber wir wollten hier mal morgen früh ins Wasser. Paul hat auch wieder den Knaller gebracht. Der hat eben schon am Strand einen toten Vogel leicht gefressen und jetzt gerade noch einen Fisch. Wir machen ihn ja eigentlich nicht mehr los, aber dann meint halt der Nachbar von wegen, ja, hier mein Hund und die spielen und der kommt, wenn ich den wieder rufe und so weiter. Ja, ich habe es probiert, war halt auch wieder ein Fehler. Naja, ich esse jetzt hier noch kurz was und dann warte ich mal auf Flo, wann der wiederkommt. Der ist jetzt nochmal, habe ich ja gerade gesagt, ins Wasser gegangen. Und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Das ist übrigens Paulchens neues Halsband. Ein Lederband. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also es ist kein echtes Leder. Wir haben es aus Decathlon, aber es sieht doch irgendwie ganz schön aus, oder? Ja, passt auf jeden Fall zu dem kleinen Macho hier. War das schön, oder? Ja. Sowas haben wir gebraucht seit Monaten. Ja. Aber es ist schon ziemlich cool hier. Ich glaube, jetzt ziemlich entspannt. Unser Vanlife hat wieder einen Sinn. Ja, jetzt hat er schon die ganze Zeit einen Sinn. Ja. Aber wir haben uns ja sehr drauf versteift, surfen zu gehen. Ja, es macht schon einen Unterschied, wenn man dann surfen war. Ja. Also es ist auf jeden Fall super entspannt. Ich bin sehr glücklich. Ich habe sogar den Longboard Walk gemacht. Das habe ich nicht gesehen. Doch, so einige Male habe ich das richtig gut hingekriegt. Witzig. Das einige Mal auch, als du so gejubelt hast. Hast du ja da nicht gesehen, dass du ein bisschen vorgelaufen bist. Ja. Dann bist du auch relativ aufrecht, das habe ich gesehen. Geil. Ja, aber die Woche schaffen wir es auf jeden Fall mal, uns gegenseitig zu filmen. 100%. Damit ihr es auch seht. Ja. Das ist so schön hier, wir müssen auf jeden Fall später mal noch. Wir gehen nachher gleich noch in den Ort, wir sind im Famara. Ja. Und da gehen wir gleich nachher nochmal in den Ort. Ich wollte ja heute Morgen was aufnehmen, aber... Ich hatte dafür was aufgenommen eben. Ja, okay. Ja. Gucken bis wir uns später. Nachher mal ein bisschen Famara an. Genau, ich muss jetzt erstmal was frühstücken. Ja, Prost. Wurde angezeigt als Internetcafé. So, wir sind jetzt hier ein Stückchen in die Stadt gegangen von Famira. La Famira? Ich glaube Famira. Und Famara. Es ist auf jeden Fall gefühlt wärmer als auf Fuerteventura und es ist so ein super entspannter Flair. Also keine Ahnung, es ist ja jetzt sowieso Februar und es ist ziemlich leer, aber man hat irgendwie das Gefühl, es ist so noch so sehr traditionell. Ne? Hier sind auch super viele Cafés. Wir sind jetzt hier gerade bei einem, boah, da gab es so geile vegane Kuchen. Also Flo lässt sich mal überraschen, was ich ausgewählt habe. Und ja, ich bin auch gespannt. Und noch Orangensaft dazu, oder? Ja. Es gab noch Orangensaft. Ist ja auch, es gibt noch Orangensaft. Ist da auch, glaube ich, so typisch spanisch, ne? Frischer Orangensaft. Das müssen wir die Spanier mal fragen. Ja.
Also. Genau. Guten Appetit. Ja. Ist aber nicht so frisch gepresst, das sieht irgendwie so künstlich aus. Aber ich habe es gesehen da. Ja, ja, alles gut. Wahrscheinlich ist es meine. Durchgepresster Orangensaft mit veganem Kuchen. Mm. Kaffee und Schokokuchen. Wow. Geil. Das ist noch warm. Wow. So sieht ein Hund aus, wenn er Eiswürfel frisst. Mit seinem Samtsabber. Da ist jemand zufrieden. Jetzt hat er es zerbrochen. Aber ich habe noch einen. Nein, reicht eine, reicht. Ja, aber trotzdem reicht eine. Klar können wir nur auch. Ich würde gleich gerne nochmal in den Supermarkt gehen und ein bisschen nach Obst und schauen. Ja. So, wir hatten uns übrigens noch so ein bisschen belesen über Lanzarote allgemein. Wir sind ja gestern erst angekommen und Lanzarote ist tatsächlich UNESCO-Biosphäreninsel, also ist dadurch geschützt durch die Natur und die Architektur, das haben wir direkt auch gesehen, als wir angekommen sind, sind von dem verstorbenen Künstler Cesar Manrique, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, sehr geprägt. Und zwar hat er sich dafür eingesetzt, dass die Häuser nicht höher als zweistöckig gebaut werden, was glaube ich auch Auswirkungen so ein bisschen auf die Biosphäre hat, ich weiß es nicht ganz genau. Und die sind größtenteils alle in dem gleichen Design und zwar ist es dieses Weiß mit diesen grünen Türen. Also teilweise haben wir hier auch das Blau, aber von der Architektur her ist es alles sehr, sehr gleich und es sieht super cool aus, so mit dieser etwas dunkleren Landschaft, dadurch, dass ja der Sand auch noch etwas schwarzer ist oder wie uns ist das auch aufgefallen von den Steinen her und ja, das ist sehr spannend zu sehen und ich finde es hat, oder weiß ich nicht, wie du es siehst, irgendwie einen coolen historischen Touch, oder? Mhm. Ja. Nach unserem kleinen Städtetrip waren wir doch noch mal kurz im Wasser. War nicht ganz so nett wie heute Morgen, aber trotzdem voll schön. Man hat es irgendwie immer noch vermisst. Jetzt machen wir Essen und gestern gab es hier einen super schönen Sonnenuntergang. Sind mal gespannt, wie es heute wird. Und ja, jetzt gibt es gleich erstmal was zu futtern. 30. Okay. Was hast du? Jetzt wird gegessen. Yes, lecker futtern, lecker futtern. Und dann kommt der Sonnenuntergang. Fängt schon an. Thank you.
Guten Morgen aus Formara, Lanzarote. Ja, es ist noch recht kühl, aber geht echt. Also ich dachte, es wäre kälter. Eine schöne Runde mit Paul am Strand gemacht. Aktuell ist es so, dass wir merken, dass er schon mehr auf Flo fixiert ist, weil ja, ich meine dominante Art wahrscheinlich nicht so gut durchsetze, wie er seine ihm gegenüber. Und wir hatten ja jetzt auch echt dann nochmal gemerkt, dass wir ihn immer an der Leine haben müssen. Wir hatten ja jetzt zwei Vorfälle hier am ersten Tag mit dem Vogel, den er fressen wollte, den Toten, und dem Fisch, wo er die ganze Zeit weggelaufen ist von mir. Und ja, das ist nicht so einfach. Naja, auf jeden Fall genießen wir jetzt hier erstmal noch ein paar Tage. Also wir haben jetzt eigentlich entschlossen, dass wir die nächsten Tage noch hier bleiben, echt noch so ein paar schöne Surf-Sessions mitnehmen, bestenfalls. Das haben wir echt vermisst, ganz entspannt hier reinzugehen. Und ja, wir müssen mal gucken, wie das mit dem Wasser auffüllen ist. Wir hatten geschaut, es ist wahrscheinlich, muss man dann doch woanders hinfahren, mal gucken, wie lange wir hinkommen. Und ja, jetzt läuft der zweite Kaffee und dann wird gleich erstmal noch ein bisschen was am Laptop gemacht und dann wird es hoffentlich etwas wärmer. Richtig nice. Geil, ne? Ja. Bin leider zu spät. Ich habe dann noch alles fertig gemacht, um Paul allein zu lassen. Und jetzt habe ich dich verpasst. Aber ist der im Auto? Ja. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Oh, da hätte ich einen Blumen. Wenn das Wasser zu high tech geht, dann ist es am besten. Guten Morgen. Ich wollte gestern Abend, nur weil es geregnet hat, kurz die Neos abnehmen und reinlegen. Bin dann hier, als ich rausgegangen bin, ich zeige euch später mal die Stufe, voll umgeknickt und dachte erst, es geht, aber es hat die ganze Nacht über weh. Jetzt ist es dick. Sieht nicht so geil aus. Ja, dementsprechend muss ich heute wohl liegen. Ich wollte eigentlich einkaufen, weil wir hier ganz nett stehen und nicht extra losfahren müssten. Das ist einfach nur mit weiterer Walk. Ja, und der arme Flo muss sich dann wohl um alles kümmern. Not so nice. Räuchchen wartet gerade auf sein Futter. Sieht noch lecker aus, hier einen darfst du noch kosten. Geh mal auf die Decke. Hol Decke. Guckt euch mal diese schönen Möhren an. Flo hat so ein bisschen einen längeren Walk gemacht, weil wir nicht extra voll weit fahren wollten. Vor allem, das war ja auch gar nicht so weit. Fuß. Ja, also es war vielleicht Viertelstunde stand, glaube ich, drin. Allerhöchstens. Ja. Also ich habe mich zweimal verlaufen, weil ich zweimal falsch abgebogen bin. Aber ich habe den Kurvieran gefunden, der nicht besser ist als der andere Laden. Also nicht groß. Hier gibt es halt ein kleiner Ort mit zwei kleinen Läden. Das reicht ja eigentlich noch. Was ich eigentlich sagen wollte, schaut euch mal diese Möhren an. Und jetzt geht mal bitte Montag in euren Supermarkt und schaut euch mal da die Möhren an. So muss eine richtige Möhre aussehen, nicht so poliert und gestriegelt. So, da sollten wir wieder hinkommen, dass Möhren auch aussehen wie Möhren, individuell ja. Sind. Das wollte ich sagen. So, und du kriegst jetzt eine große Möhre.
Also so schön es am Strand auch immer ist, man ist gefühlt nur am Fegen. Wenn es dann noch nass ist, dann noch mal mehr. Eigentlich im 10-Minuten-Takt kann man hier Liter Sand rausfegen. Guten Morgen, kurzes Update noch zu gestern. Es war dann echt nicht mehr viel bei uns los, dadurch, dass es dann irgendwie nur geregnet hatte. Ja, meinem Fuß geht es wieder ganz okay. Flo hatte mir gestern noch einen Verband gemacht, einen Druckverband. Und jetzt gehe ich gerade schon wieder ohne Verband. Tut aber echt noch weh. Ja, naja, jetzt machen wir eine kleine Morgenrunde. Ja, und dann hoffen wir, dass wir später nochmal Wasser können und schauen mal, wir müssen heute mal schauen, wo wir hier Wasser auffüllen können. Haben aber schon von zwei Freunden, die wir auch aus Fuerteventura kennen, von Maya und Fabi, den Tipp bekommen, dass man das tatsächlich hier kostenfrei an der Tankstelle machen kann. Und dann fahren wir, jetzt muss ich mich mal hier kurz, Paul, aus. Hey. Musste ich dem Hund mal kurz eine Feder, eine Vogelfeder aus dem Mund ziehen. Nein, er hat tatsächlich gut gehört. Und jetzt gehen wir hier erstmal noch ein bisschen und lassen diesen schönen Morgen auf uns wirken. Wow. Wir suchen gerade noch das Gold da hinten. Oh, direkt hier vorne ist einfach der Regenbogen. Oh mein Gott. Bist du schon auf unseren Reichtum eingestellt? Inneren Reichtum ist Reichtum. Ja, wir arbeiten jetzt noch ein bisschen und dann geht's weiter. So, es ist mal wieder Zeit, das Bett zu beziehen. Eine der mit nervigsten Aufgaben im Vanlife. Also nein, es geht. Und Flo ist gerade ins Wasser gegangen. Es sieht ein bisschen höher aus heute. Ich muss mal gucken, wie es beim Fuß geht. Ich würde natürlich sehr gerne rein. Aber ich schaue erst mal, was Flo dazu sagt. Das mit dem Wasser, dann mache ich Luft. So, wir sind jetzt in Arrecife, weil wir einmal kurz das Wasser hier aufgefüllt haben an der Tankstelle und jetzt gerade hier im Lidl sind. Das ist irgendwie es ist nicht der einzige, aber der bei uns in der Nähe war. 20 Minuten entfernt. Wir sind jetzt hier an der Ostküste.
Wir haben hier morgen einen Tierarzttermin mit Paulchen nochmal zu einem Check-up und dementsprechend werden wir uns jetzt heute noch hier aufhalten. Vielleicht kann man sich noch die Stadt anschauen, mal schauen. Und ja, jetzt warte ich gerade auf Flo, der ist drinnen und dann geht's weiter. Platz gefunden in der Nähe von Arrecife. War dann doch nicht ganz so einfach, aber ja, wir wissen nicht genau, wo wir hier stehen. Das ist irgend so ein Platz. Jetzt nicht spektakulär, aber dann werden wir morgen schnell einmal in die Stadt vormittags und dann wahrscheinlich auch wieder Richtung Famara. Yes, Hunger. Ich habe heute noch nicht so viel gegessen. Du wolltest ja eh duschen, ne? So, wir waschen mal wieder unseren ganzen Haushalt. Paulchen hat alles gut überstanden beim Tierarzt. Und jetzt gehen wir gleich rüber. Wir haben alles soweit erledigt. Das Streu haben wir leider nicht gefunden. In den Tierhandlungen gibt es es irgendwie auch nicht. Wir sind jetzt wieder zurück in Famara, wollten eigentlich ins Wasser, aber die Wellen sind zu hoch. Bis 2 Meter ist angesagt. Sieht auf jeden Fall auch sehr stark aus. Zeigen wir euch gerne gleich nochmal. Ich gehe jetzt gerade noch eine Runde mit Paul. Flo räumt noch ein bisschen auf. Wir wollen ja Wäsche waschen und alles wird sowieso immer nicht trocken, aber es lief ganz gut. Und dann hoffen wir, dass das morgen etwas sonniger und besser wird. Was hast du gekocht? Reis mit Pilzen und ein geiles Gemüse für 50 Cent, eingefroren. Und so eine vegane Sriracha, wie heißt die? Sriracha, so, naja. Naja, Würstchen, Sriracha ist ja eine Soße. Ja, wir essen jetzt noch was. Also, ja genau, lass uns was essen und dann geht's ins Bett. Vielleicht noch ein bisschen den Surfern zuschauen. Es lockert etwas auf, aber wir bleiben jetzt drin. Wir haben aktuell gemischte Gefühle. Einerseits lieben wir diese Freiheit und diese Verbundenheit zur Natur, gerade auch zum Meer, zum Ozean, die Wellen, was sich in den letzten Monaten, fast schon einem Jahr, zur Routine und Alltag für uns quasi erlebbar gemacht hat oder immer noch ist. Andererseits merken wir auch, wie das Vanlife an sich für uns nicht das ist, was auf Dauer funktioniert. Wir brauchen mehr unsere Freiheiten, wir brauchen irgendwie doch mehr
dieses Ich und nicht nur dieses Wir. Wie schön es auch ist, haben wir da tatsächlich gemerkt, es ist nicht das, was wir auf Dauer ausleben können als Paar und wo wir immer wieder an unsere Grenzen kommen. Und bei uns wird sich in nächster Zeit vieles ändern. Vieles, was vielleicht auch noch mit etwas melancholischen und nachdenklichen Gedanken und Gefühlen behaftet ist. Und wir werden sehen, wie sich das irgendwie entwickelt. Noch sind wir unterwegs und freuen uns auch, aber wir wissen auch, dass es irgendwie wieder anders kommt. Und ja, also das ist gerade so ein bisschen so ein Umschwung irgendwie. Wir haben viele Pläne und möchten natürlich auch, dass ihr weiterhin dabei seid, egal wie sich was entwickelt. Und ja, schauen diesbezüglich jetzt mit neuen Taten entgegen. Und wir haben jetzt alles soweit vorbereitet, sind ausgestattet, denn morgen geht unsere nächste Fähre. Und wohin das Ganze dann fahren wird, die Fähre übersetzen wird, seht ihr dann im nächsten Video. Viel Spaß und danke euch fürs Dranbleiben.